Ja, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, vor etwas über einem Jahr habe ich mir die Canon EOS R7 gekauft. Vor circa einem Jahr habe ich auch ein Video dazu gemacht, ein ausführlicheres, mit meinen Beweggründen, warum ich sie mir gekauft habe. Und deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, dass nach circa einem Jahr doch mal ein Update fällig wäre, ob ich mit der Kamera denn immer noch zufrieden bin. Und vor allen Dingen werde ich von euch auch immer mal wieder gefragt, Mensch Manuel, bist du denn mit der R7 noch zufrieden? Deswegen habe ich mir gedacht, klären wir doch die Fragen einfach mal in einem Video. Und damit nochmal moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wenn einer von euch den Fotopia Livestream vom Markus vom Kanal Licht, Form, Farbe verfolgt hat, der auf jeden Fall mal am, wann war das, Freitag, live gestreamt hat von der Fotopia, der wusste schon, was auf ihn zukommt, denn da habe ich bereits angekündigt, dass ich jetzt mal ein Video zur EOS R7 machen würde, denn in diesem Livestream war ich mal für wenige Minuten, ja, zu Gast, wenn man das so sagen kann. Zur Fotopia übrigens wird es ein separates Video von mir geben, da werde ich meine Eindrücke nochmal komplett, ja, schildern und ja, euch da mal so mitteilen, wie es mir denn dort ergangen ist und wie ich es dann empfunden habe, denn es war mein erstes Mal auf der Fotopia. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute soll es um die Canon EOS R7 gehen. Ich bekomme immer mal wieder von euch Fragen zur Canon EOS R7 und die sind entweder spezifischer Natur zur R7 an sich oder allgemeiner Natur. Das kam in letzter Zeit vor allen Dingen häufiger vor, ob ich denn mit dieser Kamera noch zufrieden bin. Und da es so ziemlich genau ein Jahr her ist, dass ich zu der Kamera ein Video gemacht habe, habe ich mir so gedacht, ich kann ja mal so meinen Erfahrungsbericht nach einem Jahr ein bisschen schildern in Form von diesem Video. Das wird also jetzt hier kein Review. Warum auch? Wie gesagt, ich habe ja schon mal ein Video zu der Kamera gemacht und habe da meine Beweggründe auch geschildert, warum ich sie mir denn gekauft habe. Ich könnte es jetzt natürlich ganz, ganz kurz machen und könnte sagen, jo, klar bin ich mit der R7 noch immer sehr, sehr zufrieden, denn ich habe sie ja schließlich auch noch, sonst hätte ich mir gegebenenfalls was anderes gekauft. Aber ja, so ein bisschen umschreiben möchte ich es dann doch gerne nochmal. Warum ich die R7 eigentlich habe? Ich bin ganz gern mit zwei Kameras unterwegs, einmal mit einer Vollformat, das ist bei mir die EOS R, und dann war es eine lange Zeit die 80D als Spiegelreflexkamera. Und nachdem ja Canon mit der Einführung des R-Systems auch den Mount geändert hat, auf den R- bzw. RF-Mount, ja, wollte ich es dann einfach vereinheitlichen und habe deswegen, als im letzten Jahr im Mai die R7 angekündigt wurde, sie mir auch direkt vorbestellt. Ja, damit ich dann einfach die Objektive untereinander auch ohne Adapter nutzen kann. Das funktioniert noch nicht so hundertprozentig, weil ich zum Beispiel mein 16-35 noch mit EF-Mount betreibe. Also muss ich es adaptieren, um sie an dieser Kamera nutzen zu können. Oder alternativ eben auch an der EOS R. Aber trotzdem, sicherlich werde ich auch das Objektiv irgendwann auf den RF-Mount umstellen. Und ja, dann bin ich nahezu komplett umgestellt und kann eben die Objektive sowohl an der R als auch an der R7 nutzen, ohne sie adaptieren zu müssen. Das macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Das war einer der Gründe für die Umstellung. Dann ist die 80D natürlich auch so ein bisschen in die Jahre gekommen und die R7 kam mit einigen interessanten Geschichten daher, die ich auch eigentlich nicht mehr missen möchte und die ich an meiner EOS R, mit der ich als Vollformatkamera immer noch hochgradig zufrieden bin, da könnt ihr mir übrigens mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich zur EOS R auch noch mal ein Meinungsvideo machen soll. Dann mache ich das gerne. Aber so viel kann ich schon sagen, im Prinzip für mich im Vollformat-Segment absolut ausreichend. Und mit der R bin ich also im Vollformat unterwegs und mit der R7 dann also im APS-C-Bereich.
Warum das Ganze? Nun, ich habe bei einer APS-C-Kamera, bei Canon ist es ein Crop-Faktor von 1,6, das heißt, ich habe die Brennweite mal 1,6. Wenn ich dann also mit einem 16-35 unterwegs bin, dann muss ich da die Brennweite jeweils mal 1,6 nehmen, komme also etwas näher ran. Bei einem 70-200 zum Beispiel, das ich ja auch habe, da ist das Ganze natürlich dann nochmal entsprechend größer und ich vergrößere so im Prinzip meine Telebrennweite. Kann manchmal ganz hilfreich sein. Deswegen wird die R7 auch ganz gern als perfekte Kamera für Wildlife-Fotografen bezeichnet, weil sie eben diesen Crop-Faktor hat und man damit die Motive, in den meisten Fällen werden es dann wahrscheinlich Tiere sein, nochmal etwas näher heranholen kann. Ja, für mich ist, ich mache eigentlich ja so viel Wildlife gar nicht, also irgendwie Tierfotografie kommt hin und wieder mal vor. Aber es ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd und deswegen würde ich gar nicht so weit gehen, die Kamera nur als Kamera für Wildlife-Fotografen oder so zu empfehlen, sondern ich mache mit der Kamera alles. Wenn man mich jetzt fragt, womit mache ich denn mittlerweile mehr Bilder, mit der R oder mit der R7, ich kann es nicht sagen. Ich müsste es mal auswerten, aber ich glaube, es hält sich in etwa die Waage, was ja aber durchaus schon mal auch für die R7 für mich spricht. Und was sind denn so für mich die Vorteile der EOS R7? Ich bin ja jemand, der seine Bilder durchaus ziemlich ordentlich bis stark nachbearbeitet. Und da sind natürlich Megapixel durchaus hilfreich. Und die Canon EOS R7 hat 32 Megapixel. Ich glaube, genau genommen sind es 32,5. Viele Megapixel auf einem APS-C-Sensor, der ist ja ein bisschen kleiner als ein Vollformat-Sensor, ist auch nicht immer gut. Aber ich finde, bei der R7 ist es noch aus meiner Sicht ziemlich ausgeglichen und ich entdecke dadurch jetzt nicht so wahnsinnig viele Nachteile. Die Megapixel erlauben mir dann in der Nachbearbeitung durchaus auch ein bisschen strammer zu arbeiten. Und wenn ich mal ein Bild beschneide, dann verliere ich damit nicht auch automatisch gleich ganz viele Megapixel, weil ich habe sie halt mit 32, 33 Megapixel roundabout, habe ich eben genug, ja, Fleisch am Knochen, würde ich es mal so nennen. Das ist also einer der Vorteile für mich. Dann, weshalb sie natürlich auch als Kamera für Wildlife-Fotografen ganz gerne bezeichnet wird, ist natürlich, dass sie über die gängigen modernen Autofokus-Methoden, die Canon so am Markt hat, verfügt. Vielleicht nicht so ganz ausgeklügelt wie bei einer R6 II oder einer R3 oder einer R5, aber doch ordentlich. Sie hat den normalen Augenautofokus natürlich, sie kann das Gesicht tracken, sie hat einen Tieraugenautofokus, sie hat den Tierautofokus, auch bestimmte Objekte werden erkannt. Ich glaube, Flugzeuge habe ich noch nie probiert, Fahrzeuge funktioniert aber. Also von daher, damit hat sie alle gängigen Autofokus-Methoden, die da zur Verfügung stehen, mit an Bord. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr tolles Gimmick. Das hat zum Beispiel die EOS R, die mich jetzt auch gerade filmt, mit der ich das ja aufnehme, nur sehr, sehr bedingt an Bord. Der Augenautofokus ist auch im Prinzip prima, aber danach hört es dann eben schon auf. Die EOS R ist halt jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Was die beiden Kameras allerdings zum Beispiel wieder vereint, ist der Akku. Ich kann die Akkus untereinander austauschen. Ja, der Akku der R7 ist ein Tick moderner. Ich kann aber auch mit den älteren Akkus der R und auch der 80D oder wie sie in einer 90D drin sind, die EOS R7 betreiben. Wenn ich die volle Serienbildgeschwindigkeit haben möchte, die liegt übrigens bei 30 Bildern in der Sekunde, dann brauche ich allerdings den Akku der modernen Generation, der im Lieferumfang der R7 auch mit dabei ist. Denn sonst muss ich da ein bisschen Abstriche in der Geschwindigkeit hinnehmen. Ist nur alles marginal, aber klar, gehört dann eben der Vollständigkeit halber dazu. Aber ganz grundsätzlich sind die Akkus miteinander kompatibel. Finde ich auch super, weil ich mir natürlich für die R und für die 80D damals schon den ein oder anderen Ersatzakku gekauft hatte. Musste ich jetzt für die R7 dann nicht nochmal machen. Ich habe den Originalakku drin und eben schon Ersatzakkus aus meinem Fundus. Machte es mir natürlich auch viel, viel einfacher. Die ISO-Empfindlichkeit bei Dunkelheit finde ich ehrlich gesagt ganz okay. Die Kamera rauscht jetzt nicht viel mehr als andere APS-C-Kameras aus so einer Generation jetzt auch. Klar, da hat sich auch mittlerweile schon wieder ein bisschen was getan, aber
ganz ehrlich, die Entrauschungstools sind mittlerweile so gut geworden. Lightroom hat ja mittlerweile wirklich eine sehr, sehr gute Entrauschung. Topaz Photo AI benutze ich persönlich sehr, sehr gerne. Selbst das Entrauschen in Lumina funktioniert eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, Lightroom ist da sicherlich ein Ticken besser und Topaz hat da auch nochmal ein bisschen die Nase vorn, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, also ist Rauschen eigentlich für mich sowieso kein Thema. Da ist die KI in den Tools, in der Software mittlerweile so gut geworden. Da ich meine Bilder sowieso nachbearbeite, stört es mich natürlich nicht, da dann auch nochmal einen Rauscher drüber schmeißen zu lassen. Aber von Natur aus hat die Kamera auch schon ein ordentliches Rauschverhalten. Was für viele durchaus ein Argument ist, ist, dass sie zwei Speicherkarten-Slots hat. Ich persönlich nutze immer nur einen. Mir ist auch noch nie irgendwie eine Speicherkarte abgeraucht. Aber ja, ganz grundsätzlich hat sie die Möglichkeit, zwei Speicherkarten aufzunehmen. Und zwar baugleicher Art, normale SD-Karten. Also nicht irgendwie ein spezielles, exotisches Format. Oder gar zwei unterschiedliche Formate, sondern hier passen zwei SD-Karten rein. Und dann kann man sich das selbst so legen, wie man es denn gerne möchte. Ob man also alles auf eine Karte haben möchte oder auf der zweiten Karte das Ganze gespiegelt haben möchte. Ob man nach JPEG und RAW trennt, ob man Videofiles separat auf einer Speicherkarte haben möchte und, und. Also da ist einem dann in der Gestaltungsmöglichkeit echt sehr, sehr viel offen. Was ich richtig, richtig klasse finde, das hat meine EOS R auch schon, ist dieser Vorhang vor dem Sensor, der automatisch runtergeht, wenn ich die Kamera ausschalte. Ich habe bei der EOS 200D, mit der habe ich damals angefangen, und auch bei der 80D ziemlich regelmäßig eine Sensorreinigung machen müssen, weil irgendwie immer mal ein bisschen Staub auf dem Sensor gelandet ist. Ich glaube, bei der EOS R, die ich jetzt seit vielen Jahren im Einsatz habe, habe ich einmal eine Sensorreinigung machen müssen. Bei der R7 noch kein einziges Mal. Und ich war mit ihr jetzt auch schon zwei, dreimal oben am Meer, auch bei ordentlich Wind, und habe auch dort Objektiv gewechselt. Klar ist man da sowieso schon mal ein bisschen vorsichtiger, aber das sind so diese typischen Momente, wo einem durchaus mal was da reinfliegen kann. Ich habe keine Sensorflecken. Der Vorhang ist richtig, richtig klasse. Da gibt es auch die ein oder andere Meinung dafür und dagegen. Ich finde es mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht mehr missen. Und ich wüsste ganz genau, müsste ich die Kamera jetzt durch irgendwas ersetzen oder müsste ich meine EOS R durch irgendwas ersetzen. Das wäre für mich halt wirklich ein Argument. So ein Vorhang, so ein Sensorschutz, den haben andere Hersteller mittlerweile auch. Aber Canon hat da echt als Vorreiter ziemlich gute Arbeit geleistet. Und das wäre für mich echt so eine Bedingung, weil es gibt nichts Nervigeres, als irgendwie eine Sensorreinigung durchführen zu müssen. Ich kann die Kamera, wenn ich sie mit einem modernen Akku betreibe, der also im Lieferumfang auch mit dabei ist, über den Micro-USB-Anschluss auch laden. Auch über eine Powerbank, sofern sie Power Delivery unterstützt. Finde ich auch ehrlich gesagt eine ziemlich feine Sache. Kann einem unterwegs auch mal helfen. Filmen. Ja, ich bin jetzt nicht so der große Filmer mit den Kameras. Jetzt so in einer statischen Umgebung mache ich das mal ganz gerne. Entweder mit der R oder auch mit der R7 habe ich auch schon gemacht. Da leistet sie ehrlich gesagt für meine Begriffe auch ziemlich gute Arbeit. Und da mag ich mich auch nicht beklagen. Was für manche gewöhnungsbedürftig sein mag, ist das Auslösegeräusch, welches die R7 quasi mit an Bord hat. Man kann das ja auch ausschalten. Es klingt ein bisschen anders als bei anderen Canon-Kameras, aber ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt nach einem Jahr so sehr dran gewöhnt. Hätte ich nicht auch die R im Einsatz parallel, ich wüsste eigentlich gar nicht, dass es da einen Unterschied zwischen den Kameras gibt. Also von daher ist dann auch von dem einen oder anderen irgendwo Jammern auf hohem Niveau gewesen. Was mir persönlich das Leben unendlich viel einfacher macht, ist, dass das Ding hier eine elektronische Sensorausrichtung und Stabilisierung hat. Das ist quasi wie eine Art Wasserwaage für den Sensor. Das heißt also, wenn ich die Kamera leicht schräg halte, richtet sich der Sensor trotzdem automatisch gerade aus. Ich habe seitdem den Anteil an Bildern, die ich später begradigen muss, wenn ich sie mit der R7 gemacht habe, um ein Vielfaches verringert. Klar, wenn ich es so halte, dann richtet sich der Sensor dann auch nicht mehr irgendwie gerade aus. Da muss man dann irgendwo die Kirche im Dorf lassen, ne? Das ist natürlich auch alles irgendwo so begrenzt. Aber eine leichte Schräghaltung
gleicht so ein Bild aus. Das heißt, ich muss nicht mehr gucken, irgendwie am Stativ ewig lange rumschrauben, wenn ich vom Stativ arbeite. Das mache ich ja, um sowieso dann ein auf jeden Fall gerades Bild zu haben. Und dann, ich brauche die Kamera einfach nur aufs Stativ packen und der Rest macht die Kamera im Prinzip vollkommen automatisch. Finde ich so, so unfassbar gut. Funktioniert auch wirklich richtig, richtig gut. Auch beim Filmen übrigens. Also von daher, jeder kennt das, wenn man seine Bilder dann vielleicht doch später irgendwie nachbearbeitet und muss sie dann begradigen. Sowas ist immer ein bisschen nervig und ja, ist einfach ein Arbeitsschritt, den ich mir damit sparen kann und ist für mich wirklich eines der Highlights, welches die R7 mit an Bord hat, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Zusammenhang sei auch gesagt, dass der Sensor auch stabilisiert ist und ja, damit hat also die Kamera eine sehr, sehr gute Stabilisierung, eine 5-Achsen-Stabilisierung, die da einige Blendenstufen ausgleicht und wenn man sie mit einem RF-Objektiv betreibt, welches auch entsprechend bildstabilisiert ist, dann kann man da, ich glaube, bis zu 8 Blendenstufen ausgleichen. Heißt es dann immer, ob es tatsächlich so ist. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie nachgemessen, aber ich weiß, dass ich mit dieser Kamera und dem entsprechenden Objektiv vorne dran, wenn ich zum Beispiel an einem Bachlauf stehe, eine gute Sekunde aus der Hand fotografieren kann, ohne danach ein verwackeltes Bild zu haben. Das ist dann zwar schon auch irgendwo teilweise die Grenze, aber wenn man so einen Bachlauf vielleicht fotografiert und das Wasser nur so ein bisschen ziehend haben möchte, dann reichen teilweise schon 0,4, 0,6, 0,7 Sekunden. Das geht aus der Hand auf jeden Fall. Ja, und jetzt wird das hier doch irgendwie schon wieder so ein halbes Review, weil ich euch hier wirklich aufzähle, was die Kamera einfach an Bord hat und was mich daran halt tatsächlich so begeistert. Aber genau deswegen erzähle ich euch das, weil das eben genau diese Dinge sind, die mich dann auch wirklich begeistern. Ne? Man könnte jetzt noch auf den Sucher eingehen, wie hochauflösend der ist und. Aber das sind dann schon wieder Sachen, auf die ich persönlich jetzt gar nicht so großartig achte. Das Gewicht der Kamera ist natürlich auch ein Faktor für eine APS-C-Kamera oder APS-C-Kameras generell. Sind ja ein bisschen leichter. Manche stört das ein bisschen, dass die Kamera ein bisschen, naja, dass der Griff also nicht so optimal ist, da kann man sich natürlich entsprechend behelfen und da noch etwas dran montieren. Gibt es mittlerweile auch am Markt. Ich glaube, Rico Best hat auf seinem Kanal mal so einen L-Winkel für die R7 vorgestellt. Und ja, also ich habe für einen Mann sehr, sehr kleine Hände. Deswegen finde ich, liegt sie für mich persönlich ehrlich gesagt noch gut in der Hand. Aber ja, hier unten, naja. Also der eine oder andere hat das durchaus als Kritik geäußert, dass ihn das eben stört, dass da ein bisschen was fehlt. Ja, aber auf der anderen Seite ist die Kamera dadurch halt schon wieder ziemlich handlich, kompakt und klein. Also ja, wie das halt so ist, ne? Ein Tod muss man dann scheinbar doch irgendwie sterben. Mich persönlich wundert es ehrlich gesagt, dass die R7 ja auch auf YouTube gar nicht so oft erwähnt wird. Ne? Also im Vergleich zu anderen Kameras wie einer R8, wie einer R50, wie einer R100. Das sind alles Kameras, die danach kamen, die irgendwie, ja, da gibt es irgendwie viel mehr Videos dazu und sie werden auch viel mehr gehypt. Und die R7 ist aus meiner Sicht irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wenn ich das so manchmal mitbekomme. Ich persönlich kann nur sagen, wer mit dem Gedanken spielt, sie sich zu kaufen, macht wahrscheinlich nicht wirklich viel falsch damit. Wohlgemerkt, wer mit dem Gedanken spielt, weil ich denke mal, wer mit dem Gedanken spielt, hat sich auch mit der Kamera beschäftigt und wird wissen, was sie zu bieten hat und ob sie seinen Anforderungen dann natürlich auch genügt. Das muss man natürlich auch immer wissen. Das ist natürlich klar. Ne? Also nicht jede Kamera ist für jeden Einsatzzweck auch wirklich perfekt geeignet. Ich persönlich bin damit sehr, sehr zufrieden. Für meine Anforderungen genügt sie total. Für die Landschaftsfotografie, für also ein bisschen Street, was ich mache, hier und da mal ein bisschen Tierfotografie. Das sind alles so Geschichten, da bin ich mit der Kamera wirklich sehr, sehr zufrieden und deswegen bereue ich den Kauf keine Sekunde. Und für eine APS-C-Kamera mit den Features, wie ich sie jetzt genannt habe, mit knapp über 32 Megapixeln, für den Preis, für den man sie mittlerweile bekommt, der schwankt natürlich auch von Hersteller zu Hersteller, deswegen muss ich da jetzt keine Zahlen nennen, kann man ja selbst Preissuchmaschinen
damit mal beauftragen bzw. füttern. Wie gesagt, die Kamera ist schon, sie hat einen guten Preis und dafür bekommt man wirklich einiges geboten. Also kann ich hiermit an dieser Stelle die Frage, ob ich denn mit der R7 noch zufrieden bin, mit einem ganz, ganz klaren Ja beantworten. Und ja, also ich sage immer, wenn mir die R heute runterfällt, dann würde ich natürlich schon schauen, ob ich da vielleicht auf eine R5 wechsle oder so, um da den nächsten Schritt zu gehen. Wenn mir die R7 heute runterfällt, ich glaube, ich würde mir diese Kamera einfach wiederholen, weil die anderen APS-C-Kameras, die diese Features so an Bord haben, nicht unbedingt besser sind. Im Gegenteil, man muss da wahrscheinlich schon wieder andere Abstriche machen. Und hier finde ich persönlich, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Also hier würde ich im Moment nichts anderes nehmen und würde mir die R7 tatsächlich genauso wiederholen. Und ja, ich glaube, das spricht ja eine relativ eindeutige Sprache. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an der Kamera habt, könnt ihr ja mal auf Preissuchmaschinen einen entsprechenden Preisvergleich machen und dann gegebenenfalls zuschlagen. Es nähert sich ja jetzt dann auch wieder so, ne, die Zeit Black Friday und so weiter und so fort. Also kann ja durchaus interessant sein. Ich habe diese Kamera in meinem Amazon-Shop verlinkt und all mein anderes Equipment auch. Ist alles in der Videobeschreibung aufgelistet, beziehungsweise gibt es auch einen direkten Link zu meinem Amazon Store. Da könnt ihr natürlich gerne schauen. Wenn ihr den Kanal hier unterstützen wollt, ihr müsst nichts von den Produkten kaufen, die ich dort entsprechend zusammengefasst habe. Ist vielleicht nur einfach ein Gedankenanstoß, eine Art Ideenkiste. Aber wenn ihr gerne mal bei Amazon kauft, besucht Amazon einfach über meinen Link. Und dann bekomme ich, wenn ihr dann dort etwas bestellt und selbst wenn es was ganz anderes ist, was gar nichts mit den Produkten zu tun hat, die ich dort aufgelistet habe, eine klitzekleine Provision. Und ja, das hilft mir, diesen Kanal hier im Prinzip ja weiter, ich will nicht sagen aufrechtzuerhalten, sondern vielleicht sogar ein bisschen auszubauen. Das ist natürlich alles auch ein bisschen mit Kosten verbunden. Und ja, also das macht mir das Leben dann ein bisschen leichter und so habt ihr eine relativ einfache Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen, ohne etwas großartig anders machen zu müssen, wenn ihr sowieso bei Amazon irgendwas bestellen wollt, weil ihr dort vielleicht gerne bestellt, einfach über meinen Link die Seite aufrufen und dann werde ich da ein kleines bisschen beteiligt und für euch werden die Produkte vor allen Dingen nicht teurer. So, das soll an dieser Stelle auch mal gesagt sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit also beantworten, ob ich mit der R7 nach wie vor zufrieden bin. Klares Ja bin ich definitiv. Und damit ist diese Frage auch beantwortet. Und ich kann euch damit eine schöne Zeit wünschen. Viel Spaß jetzt im Herbst mit eurer Fotografie. Und sollte es noch irgendwelche Fragen zur R7 geben, dann immer gerne ab damit in die Kommentare oder kontaktiert mich über die anderen Wege, wie es ja teilweise tut. Ist überhaupt gar kein Problem und die meisten von euch werden auch die Erfahrung gemacht haben. Ich versuche einigermaßen flott zu antworten und ja, die Fragen auch zu beantworten, beziehungsweise sage ich dann auch relativ ehrlich, wenn ich es einfach nicht beantworten kann. Auch diese Fälle gibt es natürlich. So, haben wir das im Prinzip jetzt auch erledigt und damit wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.